Pech war's Glück, ich hab jeden Glück. Geht eins für das Money, zwei für die Show. Und alle Wichser werden Paparazzi. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Shindy einen neuen Track released, denn es ist ja wieder mal Freitag. Und es sind einige Songs veröffentlicht worden. Shindy hat einen neuen Track rausgehauen, nämlich Nautilus. Das Ganze heißt aber auf Spotify Drama 10. Also für den einen oder anderen, der es vergeblich sucht. Höchstwahrscheinlich wurde es vielleicht falsch hochgeladen oder so. Eventuell wird es auch noch geändert. Ich weiß nicht, ob er das nachträglich ändern kann. Ja, der letzte Track war ja Faltebach von Shindy. Da gab es ja dieses Drama. Und ja, mal schauen, was diesmal so abgeht. Es erinnert den einen oder anderen an die alten amerikanischen, ja, Vibe. Der Anfang ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Schauen wir mal, was noch so kommt. Happy Pop is in the club, im Pelz so wie Puff. R&B Thug und Popstars sind in love. Alter, geil, hier 50 Cent Vibe am Start. So krass, also Shindy fährt übertrieben eine andere Schiene. Also der geht echt diesen Oldschool-Style, kreiert einen komplett eigenen Style. Schwimmt da nicht mit dem Trend mit, der gerade so in ist zurzeit. Er kreiert was komplett Eigenes aus einem alten amerikanischen Vibe und ist richtig geil. Was mir direkt aufgefallen ist, dass das Musikvideo wahrscheinlich mit Afaltebach zusammengedreht wurde. Das ist wieder im Perkins Park. Viele gleiche alte Gesichter, die gleichen Frauen. Ja. Love, Lamborghini Jeeps, Santorini Grease. Mach aus ein paar deutschen Rap-Legenden Mini-Mies. Juice Cover abgesagt, weil ich bin ein Star. Der ist echt am Arsch. Die Arroganz killt, weil ich bin ein Star. Alter, Shindy. Shindy ist einfach brutal. Aber der kann es ja auch irgendwie erlauben. Die Arroganz kommt auch relativ geil rüber, finde ich. Jury's rum für ein paar 100k. Louis V. Virgil, Pulli 4 Mille. Für mich schließen die den Laden und so Filme. Partner Look Benzos, Packen Lat Pimpin. Gott ist der Größte und die Patek macht Bling Bling. Sean John forever. Singles aus dem Nichts und du hast Angst. Shindy muss sich nicht bei Spotify beweisen. Spotify muss Shindy überweisen. Alles schon brutale Lines am Start. Sitze nicht in Jurys für ein paar 100k. Man munkelt, ob das ein Shirin das ist. Könnte natürlich sein, nach dem ganzen Beef jetzt mit Afaltebach. Ja, aber man weiß es auf jeden Fall nicht. Geile Lines, die da auf jeden Fall raushaut. Muss mich nicht Spotify beweisen. Spotify muss Shindy überweisen. Zu krank. Also, geile Lines am Start. Primiv sagt, mein Tarn schreit nach Geld. Und ihr Spinner träumt von einer flachen Welt. Es geht eins für das Money, zwei für die Show. Und alle also, höchstwahrscheinlich, ich hab mal bei Rap News oder so, oder irgendwas, habe ich das gesehen. Ich glaube, Flair hat behauptet, dass die Welt flach ist oder so. Ich bin mir da nicht sicher, irgendjemand hat es gesagt. An denen wird es höchstwahrscheinlich gegangen sein. Zu Hook kann ich jetzt nur sagen, der Autotune ist schon übertrieben heftig. Also es ist viel Autotune, man gewöhnt sich dran. Der erste Teil, so wo Shindy das singt, geht noch, aber danach wird es zu hoch. Ist mir zu viel. Eventuell gewöhnt man sich da noch dran. Ich bin up in smoke. R&B Talk mit dem Player Talk. Es geht eins für das Money, zwei für die Show. Und alle Wichser werden Paparazzi. La-da-da-da-da-da, ich bin up in smoke. R&B Talk mit dem Player Talk. Alle Wichser werden Paparazzi. Ich glaube, wenn man sich den Song 10-mal gibt oder so, dann fühlt man den übertrieben. Geiles Lied auf jeden Fall und auch gutes Video, also wie in der Faltebach. Ich habe das Video übertrieben gefeiert. Das ist auch zu krass geschnittenes Video. Einfach ein geil gedrehtes Video. Attitüde, kill mich, wenn ich lüge. Viertel Mio Benzo, verletzt deine Gefühle. Shadow Blue Frost Fox in der Garderobe. Neben der Pistole steht ne Jesus-Ikone. Baguette schlüpft Diamanten an den Uhren aus der Schweiz. Jeder die Hälfte, zeigt nicht mal ein Viertel. Du drehst 4 Clips wegen deinem neuen Gürtel. Frag mich nicht nach Feature, außer du bist Peter Fox. 50.000.
Und du drehst ein paar Videos wegen deinem neuen Gürtel. Krank. Ich würde es nicht explizit eigentlich auf jemand beziehen. Eventuell hat er jemand gemeint. Ich denke, damit ist ein allgemeiner YouTuber gemeint. Meiner Meinung nach. Ja, wer weiß, Lilano oder so. 1000 Einheiten sind für mich ein Flop, 100 für jeden Kellner. Einfach als Belohnung. Mein Barber kostet mich im Monat mehr als deine Wohnung. Tupac, Kid Em Up, Rap von oben herab. So wie 50 Cent im Clip zu In The Club. Alles, was ich damals wollte, einmal Star und zurück. In The Club. Da merkt man auf jeden Fall sehr stark an 50 Cent orientiert. Aber ich find's geil. Also, der bringt einen übertrieben geilen Vibe rüber. Hat was Eigenes kreiert, was so in Deutschland nicht gibt. Und ja, fährt auf jeden Fall gerade eine abgespacede Schiene her, aber zu geil. Was Pech, was Glück, ich hab jeden Glück. Geht eins für das Money, zwei für die Show. Und alle Wichser werden Paparazzi. Ich bin up in Smoke. R&B Talk mit dem Player Talk. Es geht eins für das Money, zwei für die Show. Ich bin up in Smoke. R&B Talk mit dem Player Talk. Hey. Was man auf jeden Fall sagen kann, Hindi ist ja einer, der auf jeden Fall Lieder mal ab und zu released, auch wenn er die Rechte nicht hat. Man hat es bei Shirin gesehen. Ihn juckt es, glaube auch irgendwie gar nicht. Aber wenn er sich da mit den Amis anlegt, bei welchem Lied war das? War das bei Falterbach? Oder war das bei Dodi? Da hat er ja auch den Einspieler gehabt. Ich weiß nicht so rechtliche Sachen, ob der sich da die Rechte geholt hat von 50 Cent. Wenn nicht, dann legt er sich da auf jeden Fall mit was ganz Großem an. Also, ich würde mich nicht mit Amis anlegen. Aber man weiß es nicht. Hey. Hm. Kannst mal dein Auto wegfahren, ich will hier durch. Im McDonald's-T-Shirt, Alter, zu Killer. Ja, das erinnert mich auf jeden Fall an den einen oder anderen. Ja, Freunde. Fazit zum Video, übertrieben geiles Song. Man gewöhnt sich auf jeden Fall an die Hook. Es sind geile, sehr, sehr geile Lines dabei. So ein 50 Cent Vibe. Übertrieben geil, da hat Shindy auf jeden Fall mal wieder was rausgehauen. Ladet euch auf jeden Fall den Song runter, falls der wieder gesperrt wird, wegen irgendwelchen rechtlichen Sachen. Aber in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen YouTube-Kanal, folgt mir auf Instagram und Peace.